Zunächst mal können wir feststellen, dass die Industriestrategie, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier vorgelegt hat, an Seitenzahl zugewonnen hat, allerdings nicht an inhaltlicher Substanz. Entscheidend ist, es fehlt bei der Industriestrategie nach wie vor ein zentrales Kriterium. Bundeswirtschaftsminister Altmaier schlägt vor, Schlüsselindustrien vor Übernahmen aus anderen Ländern, insbesondere China, zu schützen. Das vorgeschlagene Mittel kommt allerdings einer Verstaatlichung gleich. Wir Freie Demokraten kritisieren, dass bei der Industriestrategie bislang keine klaren Kriterien vorgelegt werden konnten, wie eine solche Verstaatlichung und in welchen Fällen eine solche Verstaatlichung dann Raum greifen sollte. Die FDP fordert, dass staatliche Eingriffe begrenzt werden auf kritische Infrastruktur und auf Sicherheits- und Verteidigungsaspekte. In allen anderen Fällen sind wir als offene Volkswirtschaft darauf angewiesen, dass ausländische Direktinvestitionen, die Arbeitsplätze und Wohlstand sichern, auch in Zukunft in Deutschland möglich sind. Die anderen Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, beziehen sich vor allen Dingen auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. Wir unterstützen, dass Bundeswirtschaftsminister Altmaier eine steuerliche Entlastung von Unternehmen durch eine Unternehmenssteuerreform und die komplette Abschaffung des Soli fordert. Allerdings darf Minister Altmaier nicht nur ankündigen, sondern die Bundesregierung muss auch liefern. Konkret fordert die FDP mehr Tempo bei Reformen und bei der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von Steuern und Abgaben und von Bürokratie. Wir wollen eine echte Unternehmenssteuerreform und die komplette Abschaffung des Soli. Hier muss die Bundeskanzlerin endlich mit ihrer Richtlinienkompetenz diese Themen auf die Tagesordnung der Bundesregierung setzen und auch durchsetzen. Der beste Schutz gegen den Ausverkauf der deutschen Industrie ist, dass unsere Unternehmen attraktiv bleiben für inländische Investoren. Und dafür brauchen wir eine steuerliche Entlastung bei der Unternehmenssteuerreform und die komplette Abschaffung des Soli. Durch dirigistische, planwirtschaftliche Staatsinterventionen die Übernahme von Unternehmen auszuschließen, widerspricht den Grundsätzen der Marktwirtschaft. Und deshalb muss es konkrete Kriterien geben, wann der Staat eine solche Investition ausländischer Investoren unterbindet oder verbietet. Wir Freie Demokraten sagen, ein solcher massiver Staatseingriff muss begrenzt werden auf kritische Infrastruktur, etwa bei der Energie, bei Netzen und auf Bereiche, die für die Verteidigung und die Sicherheit relevant sind. Bisher fehlen im Konzept von Wirtschaftsminister Altmaier allerdings diese konkreten Kriterien. Und wir sehen als FDP die Gefahr, dass der Willkür des Staatseingriffes Tor und Tür geöffnet wird. Fakt ist, dass ja Deutschland und auch der Bundesfinanzminister durch die Niedrig- und Nullzinsphase immens profitiert. Bislang hat die schwarz-rote Bundesregierung diese Zinsgewinne nicht an die Bürgerinnen und Bürger durch Steuerentlastungen weitergegeben. Insgesamt sind die Steuereinnahmen des Staates ja gestiegen in den vergangenen Jahren. Das heißt, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Es besteht Spielraum für eine Steuersenkung und die FDP hat in den Haushaltsplanberatungen ja konkrete Gegenvorschläge, Finanzierungsvorschläge vorgelegt, mit denen wir eine Komplettabschaffung des Soli gegenfinanziert haben.